Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum zweiten Pack-Opening in FIFA 17 Ultimate Team. Es geht weiter und heute nicht wie die letzten Male mit Free Packs, sondern heute mit FIFA Points. 9000 habe ich noch, warum nur 9 und nicht 12.000, erkläre ich euch gleich. Zunächst einmal, wenn es euch gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Likes vom letzten Pack-Opening toppen könnt, indem ihr wieder ein bisschen Kontroverse war um den Titel, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Dann gibt es das nächste Pack-Opening direkt morgen. Da läuft es dann wieder genauso und dann gibt es das nächste am Montag, das ist zumindest der Plan. Also, haut mal ein Like raus und dann kommt morgen direkt das nächste Pack-Opening. Dazu kommt morgen noch The Journey, dazu kommt morgen noch ein Video zu 96. Also morgen eventuell drei Videos für euch, wenn ihr Bock drauf habt. Würde ich mich drüber freuen, also wenn ihr einfach den Daumen nach oben da lasst. Videobeschreibung, Social Media Links, Links zu Amazon könnt ihr auf FIFA 17 noch kaufen, wenn ihr das nicht habt. Natürlich auch zu IG Vault, meinem Sponsor, 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV. Coins gibt es da auch bald. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ohne weiteres Rumgeschnacke gehen wir in den Shop, beziehungsweise vorher gucken wir uns das Team of the Week nochmal an. Warum habe ich hier übrigens nur 9000 Points? Das wollte ich ja erläutern. Habe ich auch auf Twitter und Insta, nee, nur auf Twitter meine ich, gepostet. De Bruyne haben wir haben Icardi, wir haben Milik, wir haben Castro, Cavani. Sieht schon ziemlich, ziemlich stark aus. Donnarumma, Quincy, Proms, der auch richtig, richtig stark aussieht mit seinen Forster-Skills und Weakfoot. Ich habe schon ein Back-Opening aufgenommen gestern, allerdings auf meine Elgato, weil mein Laptop-Ladekabel in der Schule vergessen, habe das meiner Freundin gehabt. Lange Rede, kurzer Sinn. Hat nicht geladen. Elgato hat zu wenig Strom. Elgato hat Aufnahme verkackt. Nicht so schön. Dementsprechend die ersten 3000 Fieber-Points, ja, habt ihr nicht gesehen. Allerdings muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe nur 81er Spieler gezogen und zwar beispielsweise Mathieu, Ituraspe, André, dann hatten wir Ruiz, Vela, also das war wirklich sehr, sehr, ich sag mal, durchwachsen. Das heißt, heute wird es hoffentlich besser und wir springen mal in den Shop. Angelito Di Maria wird auf dem ersten Pack drauf sein. Übrigens ist es, glaube ich, unglaublich schwierig, James Rodriguez da drauf zu bekommen. Erstes Pack, es wird ein seltener Spieler flaggen. Nein, aber es wird, Roman Bürki. Schade, ich habe erst an Jan Sommer gedacht, aber es geht natürlich weiter mit einem 81er. Oh Mann, ey, wenn das ein Muster wird, hier habe ich absolut gar keinen Nerv zu. Vielleicht ein cooles, ja, Danny Ings haben wir hier noch dazu, 86 Tempo. Wird vielleicht am Anfang ein bisschen was wert sein. Duarte als Duplikat, dann hier am Starter-Team. Nächstes Pack. Diesmal mit Eden Hazard. Auf dem Cover wieder was Seltenes, jawohl. Flaggen haben wir nicht, aber wir haben, oh, ich habe erst kurz, ja, Sanson ist es genau, ich habe erst kurz an Conte gedacht. Aber es ist Sanson. Immerhin was Seltenes, ist ja auch gar nicht mal so beschissen. Suare, Robles, ja, geht aber besser. Also herrlich ist das bisher noch nicht. Jetzt Anthony Martial und es wird weiterhin nicht herrlich. Wir kriegen Paul Verhaag. Rating in Ordnung, also noch einigermaßen. Ich meine kein 75er, aber das geht auf jeden Fall besser. Also da muss noch was kommen. Ich wusste gar nicht, dass Trabzon einen koreanischen Stürmer hat. Ist auch mal eine interessante Kombination. Una vez más Angelito Di María auf dem Set drauf. Spanisch bringt immerhin seltenen Spieler und zwar Aaron Ramsey. Sehr, sehr schön, FC Arsenal. 84er Rating, das ist doch mal ordentlich. Ja, Gott sei Dank nicht wieder nur 81er. Der wird, denke ich mal, auch ein bisschen was wert sein jetzt hier am Anfang. Leider Gottes nicht Gareth Bale, aber Thiago auch noch dazu. Sehr, sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein gutes Pack. Was ist da momentan wert? Ich denke mal, ein bisschen was könnte er... Ja, 7600 Münzen für den Anfang auf jeden Fall in Ordnung. Zappacosta haben wir hier noch dazu. Rechter Außenverteidiger von Torino und 1000 Münzen. Also das war ein richtig schönes Pack auf jeden Fall. Kann mir irgendwer von euch erklären, woran das liegt, dass die Elgato die ganze Zeit rumspackt? Ihr habt es ja gerade schon wieder gesehen. Ich habe jetzt die Aufnahme neu gestartet. Und Hazard bringt mir einen Non-Wear-Spieler. Und zwar Caifada, was auch nicht so scheiße ist, aber auf jeden Fall das schlechteste Rating. Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Und die Aufnahme sieht gerade schon wieder nicht sonderlich flüssig aus. Ich weiß nicht, was da los ist. So, nochmal das Ganze. Ich gucke erstmal links rüber, ob das hier funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Haben ein Freeset bekommen gerade in dem Pack noch mit Eden Hazard vorne auf dem Cover. Ja, jetzt sieht es ein bisschen flüssiger aus, hoffe ich zumindest mal. Wieder Non-Rare, aber die Aufnahme funktioniert immerhin. Oh, Lucas Leiva, 80er Rating. Ne, die Aufnahme wird gleich wieder verkacken. Nehme ich mal zumindest stark an. Oder? Noch nicht. Aber das ist echt komisch. Wenn da irgendwer ein bisschen mehr weiß, schreibt es mal in die Kommentare oder schreibt mal eine direkte Nachricht auf Instagram oder auf Facebook oder so. Weil das nervt mich schon ein bisschen, dass natürlich sehr kontraproduktives Video aufnehmen. Vor allem, weil ich halt nicht weiß, woran es liegt. Ich habe ja auch Probleme mit dem Sound, der ist ab und zu mal verschoben, merkt er eventuell auch. Ich weiß nicht, ob das ein bekanntes Problem ist so, aber es verwundert mich schon irgendwie. Vielleicht hat irgendwer von euch davon Ahnung. So, nächstes Set, James Rodriguez auf dem Cover. Ich werde jetzt mal so ein bisschen rechts rüber gucken, aber mal sehen, vielleicht haben wir hier einen seltenen Spieler. Jawohl, haben wir Flagge im Hintergrund? Nein, aber ja, Italiener D'Alessandro. Ein 5-Star-Skiller, das ist gar nicht mal so schlecht, aber auch wieder nicht herrlich. Martial, das nächste Pack. Vielleicht diesmal was Herrliches. Nein, es wird wieder ein Non-Rare. Bisher war das einzig Herrliche. Wirklich Aaron Ramsey und Heaton ist nur eine 76. Also das geht definitiv besser. Vielleicht haben wir hier 1000 Münzen oder sowas dabei. Nein, wir haben, ja doch, 1000 Münzen tatsächlich sogar. Aber zwei seltene Silberspieler. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Harry Kane, komm, ich will das erste Mal diese Flagge sehen. Ich hatte sie bisher noch nicht. Und es bleibt so. Wir kriegen diesmal Alvaro. Ah, schnell, aber das, den hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Nächster Versuch. Anthony Martial vorne drauf. Wieder Non-Rare. Ach, Leute, kommt schon.
Kongolo, immerhin 80 Tempo, war ja mal Innenverteidiger, mittlerweile auf der Linksverteidigerposition beheimatet. Bedoya, wie, was? Penjalba, okay, Dortmund-Wappen. Naja. So. Controller mal aus der Hand legen, vielleicht bringt das ja was. Ja, es wird selten, gibt's Flaggen? Nein, aber es gibt Sturridge. Nein, Danny Ings. Mann, warum ist der auch dieses Jahr selten, ey? Angelito, Di Maria, vielleicht wieder was Seltenes. Jawohl, Flaggen, nein, aber wir kriegen Marco Reus. Nein, André Schürrle, hab ich vergessen, Reus ist hier eine Flagge. Oh Mann, was sind denn das für Trollpacks hier? Sturridge und Reus quasi als Trolls hintereinander mit Schürrle und mit Kollege Ings. Aber Schürrle ist ja an sich auch nicht schlecht. 81er Rating, sehr schnell, guter Schuss. Was ist er wert? 75.000 höchstens. Ja, 6.000, 5.000 eher, habe ich mir gedacht. Aber ist in Ordnung. So, Harry Kane, mein Junge, bring mir wieder was Seltenes. Ja, das ist Non-Rare, das ist Amavi. Dürfte am Anfang auch ein bisschen was wert sein, einfach weil er aus der Premier League ist, aber ist halt trotzdem Non-Rare, ne? Thank you dazu, Sivok. Eden Hazard, ich warte auf die erste Flagge. Ich warte wirklich auf diese erste Flagge im Hintergrund. Es wird diesmal immerhin Andy Carroll und nicht Ings, aber das ist jetzt auch nicht viel besser. Auch wenn Premier League-Spieler am Anfang halt immer für was gehen, gerade Stürmer wie Andy Carroll. Hernandez haben wir hier noch drin, sehr großes Talent auf jeden Fall. Gott sei Dank ein bisschen älter als ich, das macht es dann noch ein bisschen weniger schlimm, nur ein bisschen. So, seltenes Pack, James Rodriguez auf dem Cover und es gibt nicht mal einen seltenen Spieler dazu, sondern, ach du meine Güte, Costa, der mittlerweile bei Luzern gelandet ist. 6 Packs haben wir noch in diesem Part. Rodriguez, der Mainzer, der ja, ja momentan sehr im Hate steht. Aber, also mal ein wertvoller Spieler wäre echt was Schönes. Harry Kane zum Beispiel wäre ein guter Spieler. Wir kriegen was Seltenes und wir kriegen von Feyenoord, ja, hier, wie heißt der, Tornstra? Ne, Karsdorp, ups. Ach, Karsdorp, 75er Rating, ja, selten, aber ach, Mensch, die Elgato funktioniert mal wieder nicht. Was ist das denn? Das ist doch scheiße. So, knapp eine Stunde später, da bin ich wieder, um die letzten 5 Packs für diese Episode jetzt zu öffnen. Eden Hazard, non-rare. Ich hoffe, dass es jetzt erstmal wieder funktionieren wird. Ich habe mal ein bisschen an PC-Einstellungen rumgeschraubt, es sollte also theoretisch funktionieren. Kiesling ist nicht ideal. Ich hätte da lieber einen anderen deutschen Stürmer gehabt von Leverkusen, und zwar Volland, aber Johnny, immerhin ist er schnell. Also wie dort, davor ist das Geld? Jawohl, das ist cool, das ist definitiv cool. Mal wieder Angelito Di Maria auf dem Set. Es wird ein seltener Spieler fahren im Hintergrund. Nein, aber 6er Iturraspe natürlich mal wieder. Nein, Mikel San Jose, aber auch 81. Also haben die zwei baskische Sechser, die beide 81 haben. Und Coates noch dazu, der mittlerweile 79 hat. Das sieht auch mal nicht schlecht aus. Tempo ist auch noch einsatzweise okay. Ich will endlich das finnische Vereinswappen von Helsinki ziehen. Mücke. Anthony Martial, drittletztes Pack. Wir müssen Französisch reden und es wird wieder Non-Rare. Guinea, ach Mensch, Naby Keita. Man kennt ihn. 75er Non-Rare ist bisher das deutlich schlechteste Pack, was ich überhaupt gezogen habe dieses Jahr. Chara haben wir noch dazu. Ist es Gonzalo? Ach Mensch, guck mal, der Ex-Mainzer. Und Soko. Naja. So, zwei noch und dann ist diese Episode erstmal durch. Harry Kane, wieder Non-Rare. Ach Mensch, aber wir haben Ramsey gezogen, das ist in Ordnung. Auch wenn ihr es nur so halb gesehen habt, weil es ja verpixelt war. Bocchetti, ehemaliger Milano-Spieler, aber das ist ja schon Ewigkeit in Ultimate Team eine Legende, weil er der beste Innenverteidiger ist, den man irgendwie da verlinken kann. Marvel Wynn, das ist cool. 90 Tempo, der dürfte sogar ein bisschen was wert sein als MLS-Silberspieler. Ja, hier so 2000 Münzen, vielleicht auch nur 1500, aber das ist doch gut, das ist in Ordnung. Und ja, gut, letztes Pack würde ich sagen. Es wird nochmal spannend. Eden Hazard, nochmal ein seltener Spieler zum Abschluss. Jawohl, Fahnen im Hintergrund. Nein, 10er Deutschland, Julian Draxler, die Davi. 80er Rating, das ist ein bisschen niedrig eigentlich, ne? Der hätte auch ein bisschen mehr haben können. Aber gut, 80er Rating, Daniel, die Davi zum Abschluss. Wir hatten jetzt 3 Trollplayer in dieser Episode. Ich hoffe, nächstes Mal wird es besser. Diogo Jota haben wir hier noch dabei. Grüße an den Hansus an der Stelle. Und Jimenez, das geht auf jeden Fall klar. Ein bisschen portugiesisches Pack. Und das deutsche Auswärtstrikot, das coolste Trikot, was Deutschland momentan hat, kann ich auf jeden Fall mitleben. Gut, das war's aber von dieser Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Morgen kommt eventuell, wenn ihr es packt, das nächste Pack-Opening. Dann hoffentlich nochmal mit ein bisschen besseren Karten. Aber 84 ist das Rating, was wir toppen müssen. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Wir werden es auf jeden Fall versuchen. Und ich würde sagen, da verabschiede ich mich. Checkt die Links in der Beschreibung. Habt noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.